Ist jetzt wirklich Schluss mit Anhebung der Zinsen durch die US-Notenbank Fed? Die Aktienmärkte meinen ja, aber die Aktienmärkte haben die Tendenz, das hören zu wollen, was sie eben hören wollen und nicht unbedingt das, was der Fall ist. Denn guckt man sich die Aussagen der Fed, vor allem aber von Fed-Chef Jerome Powell an, dann hat er sovohl Hawkisches gesagt als auch Dovisches gesagt, sich alle Türen offen gelassen, um weiter flexibel zu bleiben und auf die Daten reagieren zu können. Aber die Märkte sagen sich, siehst du, die sind doch fertig jetzt mit den Zinsanhebungen und das ist bullish. Ist das wirklich bullish? Das wollen wir uns gleich mal anschauen, ob das wirklich bullish ist. Aber zunächst mal so ein kleines Panorama der aktuellen Situation. Lisa Abramowitsch bringt es auf den Punkt. Je länger die Pressekonferenz von Jerome Powell gedauert hat, umso mehr waren die Märkte überzeugt, dass jetzt letztlich die letzte Zinsanhebung Ende Juli passiert ist, seitdem ja die Zinsen unverändert. Wir sehen dann so Headlines. Powell adds fuel to the talk that the Fed is done hiking rates. Also das Ganze wäre fertig. Hier sehen wir mal eine Zusammenfassung der Aussagen von Jerome Powell. Hier 2% Inflation. Die Effekte der gestrafften Geldpolitik müssen kommen. Erste teilweise noch. Wir sehen eine Abschwächung des nominalen Lohnwachstums, der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft stärker als erwartet. Wir proceeding carefully on upcoming policy. Und man braucht wahrscheinlich einen schwächeren Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. The Fed continues to be hawkish but cautious, so könnte man das zusammenfassen. Also die Fed bleibt hawkish, aber ist vorsichtiger. Man wird diese Drohung mit einer weiteren oder mit weiteren Zinsanhebungen nicht wegnehmen. Warum sollte man auch? Wichtig war allerdings eben dieser Verweis auf die Financial Conditions, die doch deutlich gestrafft gewesen seien, so Fed-Chef Powell. Und damit reflektiert er natürlich die Situation des Anstiegs der Renditen, aber diese Renditen fallen jetzt, sodass sich dann, wenn die Aktienmärkte auch steigen, die Financial Conditions wieder eben lockern. Und das ist dieser Teufelskreis. Wenn du als Fed irgendwie dann die Rolle der gestiegenen Renditen betonst, dann fallen in der Regel die Renditen. Dadurch werden die Financial Conditions wieder lockerer. Aber das war vielleicht so der entscheidende Punkt, der hier zu konstatieren ist, was als dovisches Geschenk sozusagen für die Aktienmärkte gewertet wurde. Aber insgesamt kann man sagen, das Ganze war nicht dovish, es war unüberraschend hawkisch, wie hier eine Analystin schreibt. Aber klar ist, viel an Zinsanhebungen dürfte nicht mehr kommen. Das hat im Grunde ja auch keiner erwartet. Vielleicht eine, so, das war so die Erwartung. Die Frage ist ja, wann fallen die Zinsen? Das ist eigentlich der Punkt. Die Fed hält sich weiter die Tür offen für weitere Schritte. Die Wirtschaft eben sehr, sehr stark, Arbeitsmärkte sehr, sehr stark. Das muss schwächer werden, so hat Paul indirekt signalisiert. Die Commerzbank, die hier diese Kurzanalyse geschrieben hat, erwartet allerdings keine weitere Zinsanhebung für die Dezember-Sitzung. Liegt die Wahrscheinlichkeit jetzt bei 20%, dass die Fed dann die Zinsen anhebt. Also eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Was Paul gestern immer wieder betont hat, war, oh nein, nein, wir werden die Zinsen nicht senken. Wir denken nicht einmal daran zu denken, die Zinsen zu senken. Das hat er übrigens auch im Juni 2020 gesagt, nur andersrum. Wir denken nicht daran, die Zinsen anzuheben. Was dann passiert ist, wissen wir und vielleicht wird es dann auch genauso kommen, nur umgekehrt. Eine radikale Senkung der Zinsen. Warum, könnten wir gleich sehen. Durchschnittlich dauert es 8 Monate bis zur ersten Zinssenkung nach der letzten Zinsanhebung. In 5 Fällen hat es nur 5 Monate oder sogar weniger gedauert. Und nochmal, wie gesagt, diese These, ja, ja, ist doch super bullish. Und meistens wird dieser untere Chart gezeigt. Ja, wenn die Fed fertig ist mit Zinsanhebungen, dann ist gut. Also, super, dann alles bullish, alles jetzt long only. Ganz, ganz klare Geschichte. Aber gucken wir uns mal den oberen Chart an. Wenn eine Rezession kommt, dann sehen wir die Tage nach der letzten Zinsanhebung sind eher negativ. Und jetzt gucken wir uns mal, weil wir so lustig sind, die Performance an, wie es denn gewesen ist in den letzten Jahren. 14 Mal hat die Fed irgendwann gestoppt, die Zinsen anzuheben. 9 Mal war das 6 Monate später negativ. Also der S&P war negativ, nur 5 Mal war er positiv. 12 Monate später hat sich die Bilanz dann verbessert. Aber ein halbes Jahr später
War also mehrheitlich der Aktienmarkt im Minus. Also das ist nicht garantiert bullisch, könnte man sagen. Und jetzt gucken wir uns mal das an, nochmal unter Verweis auf diese Grafik, die ich hier nochmal displayen wollte, nämlich die obere Grafik. Wenn eine Rezession kommt, dann fällt der S&P 500 nach der letzten Zinsanhebung latent. Und rate mal, was passiert ist. Hier sehen wir im Chart markiert mit diesem Pfeil den 26. Juli, also den Tag, als die Fed das letzte Mal die Zinsen angehoben hat, und wir sind damals bei knapp 4600 Punkten gewesen. Da sind wir doch jetzt ziemlich deutlich drunter. Wir sind ja August, September und Oktober gefallen. Und was für diese Rezession spricht, das ist ganz klar Demand Worries. Also hier mal Erwähnungen in den sogenannten Earnings Calls, also wo die Unternehmensführer gegenüber den Analysten berichten nach Vorlage der Zahlen. Und wir sehen die Erwähnungen von schwacher Nachfrage, die steigen ganz deutlich. Die sind auf einem neuen Mehrjahreshoch, so hoch wie selbst in der Finanzkrise nicht. Also hier ganz klare Zeichen. Dann hatten wir gestern, was die Märkte ja bejubelt haben, einen ganz, ganz schwachen ISM-Index Gewerbe. Unter die Marke von 47 gerutscht. Das gab es zuletzt nur eben in der Finanzkrise, nicht einmal und bei Corona und dann eben Dotcom-Krise. Also in einer Zeit, wo nicht etwas Schwerwiegendes am Start war, entweder Platzen der Dotcom-Blase, 9/11 oder Finanzkrise oder eben Corona, waren wir nie so schlecht wie jetzt. Das ist natürlich ein klares Zeichen. Wir sehen auch, dass die Profitmargen schrumpfen, wie Diego Fastnacht zeigt. Ja, Inflation hat für Unternehmen den Vorteil, dass man eben auch gut die Preise anheben kann. Und wenn die Inflation dann zurückkommt, was sie ja gemacht hat, auch wenn wir in den letzten Monaten jetzt einen Anstieg wieder gesehen haben, dann sinken eben auch die Profitmargen für die Unternehmen. Aber gestern hat man erstmal gesagt, ist doch super, wir hatten erst eben ISM-Index schwach, dann die Aktienmärkte gestiegen, schon der ADP-Arbeitsmarktbericht war ja nicht so toll, und dann eben mit Paul hat man dann gesagt, ist doch alles schick, der schwächste Index übrigens Small Caps, der beste Nasdaq 100, profitieren von den fallenden Renditen, der Small Cap Index Russell 2000 deswegen schwächer, weil es eben Schwächezeichen der US-Wirtschaft gibt, und zu der Rallye beigetragen hat dann eben auch die Mitteilung des US-Finanzministeriums, dass man die Aufstockung der Anleiheemission, also die Neuaufnahme von Schulden, etwas weniger krass hier machen wird. Und man wird also nur 9 Milliarden Dollar aufstocken auf 112 Milliarden statt auf 114, also 2 Milliarden weniger als befürchtet. Hurra, super bullish. Wird bedeuten, dass man weniger länger laufende Anleihen emittiert, bei denen die Nachfrage zuletzt sehr, sehr schwach war. Investoren bevorzugen kurz laufende Anleihen derzeit, weil die Renditen ähnlich hoch sind oder sogar höher sind aufgrund der invertierten Zinskurve und du dann eben bald aus der Nummer auch wieder raus bist. Unten sehen wir hier diese Financial Conditions, die sich zuletzt gestrafft hatten, und hier NikiLeaks, Nick Timiraos, sagt, ja, der Paul hat doch in der Pressekonferenz auf die Frage, ob da vielleicht nochmal die Zinsen angehoben werden im Dezember, nur gesagt, naja, wir werden unsere Projektionen im Dezember veröffentlichen. Also ist der Frage ein bisschen ausgewichen. However, der Nasdaq gestern mit dem stärksten Tag seit dem 29. August, weil eben aufgrund der Äußerung des US-Finanzministeriums und so weiter und so fort, den schwachen Wirtschaftsdaten, die Renditen der US-Staatsanleihen gefallen sind. Hier die 10-jährige, und insgesamt natürlich waren wir in einem sehr bärischen Stimmungsbild. Hier mal die neueste Umfrage der US-Privatinvestoren, nur 24,3% bullisch, aber 50,3% bärisch. Dann passiert sowas. Auch das Trading Desk von JP Morgan wird jetzt bullish, Tactical Buy Signal triggered. Einige stehen noch short, ganz klar, auch vor allem Hedge Funds. Hier sehen wir mal den S&P 500 Continuous, also den durchlaufenden S&P 500 Future. Nach wie vor in dieser Wedge gefangen, sind jetzt beim 200-Tages-Durchschnitt. Aber wir sehen unten im kurzen Zeitfenster schon einen Trendwechsel, der da erstmal passiert ist in diesem kurzen Zeitfenster. Heute wichtig natürlich Apple. Hier sehen wir, die Aktie war ja zuletzt schwach gewesen, hat sich jetzt erholt. Gestern dann nachbörslich Qualcomm-Zahlen, die positiv aufgenommen wurden, auch wenn wir übergeordnet schon Schwäche bei der Berichtssaison sehen. Viele, viele Unternehmen enttäuschen doch ziemlich deutlich. Wie wird es jetzt weitergehen an den Aktienmärkten? Oben sehen wir mal
all pre-election years. Da sehen wir bis Ende November mal rauf, mal runter, dann ab Ende November nach oben, so könnte das Muster sein, und mal nach Handelstagen. Die ersten Handelstage tendenziell etwas besser, dann wird es ein bisschen schwächer, kann so kommen oder auch nicht, denn wir haben noch ein geopolitisches Risiko und das halte ich für immens hoch, denn laut vielen Quellen und Indizien wird die Hezbollah am Freitag in diesen Israel-Hamas-Krieg eingreifen, wird also jetzt dann auch direkt praktisch nicht nur sich Scharmützel liefern an der Nordgrenze Israels und dem Libanon mit der israelischen Armee, sondern wirklich hier ganz anders agieren. Das wäre eine weitere Eskalation des Krieges, würde eine Konfrontation Israel-Iran wahrscheinlicher machen, würde sozusagen diese Entgrenzung dieses Konfliktes bedeuten und damit auch eine Konfrontation USA-Iran wahrscheinlicher machen. Israel scheint offenkundig jetzt den Gazastreifen in zwei Teile teilen zu wollen. Einen Nordteil, den man eben von der Hamas säubern will, damit die es schwerer hat hier mit ihren Raketen. Das ist natürlich für die islamische Welt absolutes No-Go. Deswegen eben hier diese Ansage, wenn nicht bis Freitag, der ja für die Muslime auch heilig ist, nichts passiert, dann wird es den Krieg, Ausweitung des Krieges geben. Nasrallah, der Hezbollah-Chef, hat für Freitag auch eine Rede angekündigt, hier Iran jetzt mit der Aussage, oder ein hoher Offizieller, die Israelis wissen, dass die Hezbollah in diesen Krieg eintreten wird, sie wissen nur noch nicht wann, also da auch hier die indirekte Ankündigung und hier ein Hamas-Führer, der gesagt hat, ja, es ist doch jetzt die super Chance für Russland und China, uns zu unterstützen, um die amerikanische Dominanz loszuwerden. Das ist der, wir sind jetzt auf dem Weg, Israel praktisch zu löschen von der Landkarte und damit eben auch die Dominanz der USA. Das sind diese geopolitischen Zusammenhänge, die aus meiner Sicht extrem wichtig sind und die dafür sorgen, dass dieser Konflikt nicht wie der Ukraine-Krieg eingegrenzt, lokal begrenzt bleibt, regional begrenzt bleibt, auf ein Territorium begrenzt bleibt, sondern entgrenzt ist, latent. Und aus meiner Sicht unterschätzen die Märkte nach wie vor das Risiko. Ölaktienmärkte am Freitag könnte Israel Hamas-Krieg eskalieren. So hatte ich gestern noch mal etwas ausführlicher begründet, warum das Risiko aus meiner Sicht hier sehr, sehr hoch ist. Erste Artikelempfehlung, die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, das Windenergie-Desaster, vor allem die Aktien eben Siemens Energy. Oder wie heißen sie? Oh klar, die Windkraftsparte von Siemens. Und dieser dänische Konkurrent, der auch einst ein Highflyer war, BP, sagt jetzt, die US-Offshore-Windindustrie ist praktisch gescheitert. Da muss ein Gamechanger her, sonst wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Es ist ein Desaster. Es wird ja auch schon zu wenig Windturbinen geben, um zum Beispiel die Traumvorstellungen unseres Roberto Habeckinos zu verwirklichen, der ja in dieser Ideologie gefangen ist, am deutschen Klimawesen wird die Welt genesen. Die Welt wird nicht an uns genesen, sondern wir werden die Erfahrung machen, dass wir ziemlich auf dem falschen Weg waren. Es ist das Richtige, einen Mix zu machen, Energie, breit angelegte, viele Quellen. Nur so kann ich effektiv sein, nur so kann ich wirklich klimaschonend sein. Nicht mit dieser einseitigen Strategie, die komplett auf Elektrifizierung setzt und die nötige Infrastruktur gar nicht bereithalten kann. Das ist ein Irrweg, der für viele Leute sehr, sehr schlimm werden wird. Deswegen meine ich eben auch immer davor warnen zu müssen. Also diese beiden Artikelempfehlungen, Israel-Hamas-Krieg, Morgen-Eskalation und Windenergie. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.